Willkommen zu Let's Play FIFA 13 on Wii U Part 43 und dem 27. Spieltag in der zweiten und ersten Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommen die Ausstellungen. Zuerst die vom 1. FC Kaiserslautern. Im Tor Nummer 32 Marius Müller, 5 Enes Alushi, 7 Mimoun Asuwak, 9 Alexander Baumjohann, 15 Marc Torreschon, 17 Alexander Bugera, 19 Dennis Linsmeier, 25 Ander Yahia, 27 Florian Riegel, 28 Konstantinos Fortunis, 29 Kwame Ensor und der SSV Jan Regensburg. Im Turm Nummer 33 Patrick Wiegers, 3 Christian Rahn, 6 André Laurito, 11 Patrick Haag, 13 Jan-Patrick Müller, 17 Oliver Hein, 21 Thomas Kurz, 27 Julian Wiesmeier, 34 Wilson Kamauaka, 38 Philipp Zierreis und 39 Marco Jurigin. Herzlich willkommen Fritz Walter Stadion Kaiserslautern zum 27. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Erster FC Kaiserslautern gegen SSV Jan Regensburg. Der Anschlusserfolg: Kaiserslautern spielt von links nach rechts in Rot und Regensburg spielt von rechts nach links in weißen Trikots und roten Shorts und weißen Stutzen. So. Kaiserslautern Baumjohann. Nicht nach vorne zu Enzor. Und er umlauft Laurito. Und erster Schuss. Und Tor! Kwame Enzor bringt die roten Teufel in Front. Auftakt nach Maß. Und Regensburg setzt die Partie fort. Laurito. Jurigin. Enzo. Heieiei. Das war schlecht. Ein Wurf. Für die Pfälzer. Enzo. Oh, was ein Ding! Der schießt im Fall! Mit Erfolg! Wow, und schon 2:0! Schlaub den Lautern ist ein riesen Sack Steine von dem Herzen gefallen. Nach dem geglückten Ausstieg in die Bundesliga. Es soll man noch die Radcup sichern, also die Trophäe für den Meister der zweiten Bundesliga. Baumjohann. Alexander Baumjohann! 3:0! Ich glaube, ich spinne! 15 Minuten gespielt und steht schon 3:0! Spielt Regensburg überhaupt noch mit? So wie das hier aussieht, glaube ich nicht. Oh, Rick. Bester Auftakt im Let's Play von mir. Geil! Das macht Spaß, das macht Laune. Komm, weiter, Mare. Wir wollen unsere Zuschauer hier unterhalten. Enzo. Macht er seinen drittes Tor? Nein. Und Asuwak 4:0! Was ist hier denn los? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Regensburg findet in den ersten 20 Minuten überhaupt gar nicht statt. Sie müssen sich den torhungrigen roten Teufel aus der Pfalz erschlagen geben. Die sind baff. So viel Aggressivität. Geil. Naja, ich hatte etwas Wut im Bauch. Und das lasse ich gerade an denen aus. Puh.
Naja, es ist meine Taktik. In der ersten Halbzeit Vollgas geben und ab der zweiten Halbzeit die Spieler kurieren lassen fürs. Von denen brauche ich immerhin noch 3 fürs Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart. Die zweite Halbzeit werde ich schon etwas lockerer angehen. Ja. Asuak. Enzo. Der hat sich richtig gut entwickelt, der Enzo. Gut, dass ich an dem festgehalten habe. Und boom, gelingt die Führung zum 1:0 gegen Dynamo Dresden. Aber ich habe mich verrechnet. Es kann noch nicht in die, nach diesem Partie zur Meisterschaft kommen. Aber egal. Wir haben ja Zeit. Es läuft uns nicht weg. Die machen wir schon noch klar. Schneller Ausgleich von Dynamo Dresden. So. Wie lange haben wir schon gespielt? 40 Minuten, gell? Es sind noch 5. Lass mal ein bisschen reden. Alushi. Kombinieren wir mal ein bisschen, ne? Was ist jetzt los? Schiri, warum pfeifst du? Abseits? Warum? Ich glaube, das weißt du selber nicht. Naja. Und weiß Wiesmeier. Laurito war am häufigsten im Ballbesitz, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Hein. Und Asuak. Enzo. Enzo nimmt Asuak schön mit. Und die Direktabnahme. Es war richtig geil, die erste Halbzeit. Die hat mir richtig geil gefallen. So will ich es haben. Zwar nicht diese hohe Anzahl der Toren, sondern diesen Einsatzwille, dieses Herzblut. Und 14:0 zur Halbzeit ist jetzt amtlich. Da können wir in der zweiten Halbzeit etwas runterfahren. So, zweite Halbzeit. Ist aber nicht zu stark nachlassen. Nicht, dass es bei uns jetzt noch klingelt. Und das 2:1 für Bochum gegen Dresden. Sehen wir oben rechts eingeblendet. Enzo macht richtig gutes Spiel. Und Energie Cottbus gleich gegen Hertha aus. 1:1. Das gefällt uns auch. Und Enzo hat direkt abgezogen. Geil. Schade, dass sich ein Regensburger in den Weg gestellt hat. Das wäre ein geiles Tor gewesen. Erinnert ihr euch noch an das Gameboy FIFA 96 oder war das 97? Ja, wenn man so Tor geschossen hat, ist so eine Einblendung gekommen. Wo dann das Netz kaputt war. So lauter Dinger. Ja. So lange spiele ich schon FIFA. FIFA Soccer 96 war mein erstes auf dem Super Nintendo. Also 17 Jahre spiele ich jetzt schon FIFA. Und habe immer alles gewonnen. Ach. Naja, ich habe ja nie Ruhe gegeben, bevor ich alles gewonnen hatte. So, Wechsel bei Regensburg. Es kommt der Spieler mit Nummer 7 ab den Uhr Amashaibu für 39 Marco Djuricin. Ich glaube, der ist in der Winterpause zu fit gewechselt gewesen. In der realen Saison. Da habe ich dort oft geschrieben. War das Fürth? Kann nur Fürth gewesen sein.
egal, wir sind ja jetzt hier beim FIFA 13 und der virtuellen zweiten Bundesliga Fortunes. Ensor. Und marschiert an Kamuafauga vorbei. Und er, oh, Hertha macht den Führungstreffer. Ah! Cottbus! Halt doch mal die Schotten dicht! So, lalalala. Was, nur 52% Ballbesitz? Wieso Vorteil? Weil ich ihn jetzt angerempelt hab? Hallo, das ist Fußball, da hat man Körperkontakt! Wenn wir das nicht mehr haben kann, kann man Fußball abschreiben. So, hier wechseln wir da. Gleich, acht, acht, Jonathan Kotzke, 4, 21, Thomas Kurz. Ha, schon wir an, die Fans zu pfeifen, oder was? Warum? Komm, machen wir für die 5-0. Dass sie wieder jubeln können. Erfolgserwünschte Prinz. Weil ich jetzt ein bisschen dabei hin und her geschoben habe, fangen die an die zu pfeifen. Was waren die Regensburger Fans? Weil die dachten, ich tue bei 4-0 auf Zeitspiel. Kamuafuaka. Müller. So, dann hoffen wir gleich, dass der Schiedsrichter noch dreimal reinbläst. Und dann ist die Sache hier auch gegessen. Da sind es noch 7 Spiele mit dem FCK. Ha, ich werde immer hyblischer. Ist so bei mir, wenn was zu Ende geht. Fortunes. Mann! Ja! Schöner Heimerfolg des 1. FC Kaiserslautern gegen Regensburg am 27. Spieltag. 5:0 Erfolg. Ja, es sind noch 21 Punkte zu ergeben. Spieler verletzt Asobak. 7 Tage. Muss Wadenzerrung. Okay. Oh, mein Ansehen ist gestiegen. Toll. So. 18 Punkte Vorsprung und sind noch 21 zu vergeben. Wir müssen noch einmal gegen Hertha spielen. So, jetzt kommt der FC Bayern. Tschüss! FC Bayern, schön, dass du da bist. So, da. Auch mit ihm müssen wir jetzt noch den 27. Spieltag bestreiten. Dass Mainz 18 da hier ist. Das überrascht mich doch. Auf jeden Fall kommt die Ausstellung vom 1. FSV Mainz 05 im Turm Nummer 33 Heinz Müller. 3 Cedric Pospech. 4 Nicole Genoweski. 6 Marco Caligiuri. 7 Eugen Polanski. 12 Robert Tesche. 20 Junior Diaz. 25 Andreas Ibanchit. 26 Nico Bungert. 27 Nikolai Müller, 28 Adam Schalai. Und der FC Bayern München im Tor Nummer 24 Maximilian Riedmüller, 5 Daniel van Beuten, 12 Lars Stindl, 13 Rafinha, 15 Sheldon Shaqiri, 23 Mitchell Weiser, 26 Diego Contendo, 28 Holger Badstuber, 30 Luis Gustavo, 36 Emre Can und 39 Toni Kroos. Bei so Spielen kurz Hopper auf Pokal. Nutze ich immer gerne zum Testen. So, herzlich willkommen in der Koffers Arena Mainz zum 17. Spieltag, die ersten Fußball-Bundesliga. 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München.
Mainz beginnt das Spiel. Sie spielen von links nach rechts in roten Trikots, Stutzen und Shorts sind in weiß. Und der FC Bayern spielt von rechts nach links in komplett weiß. Und Can, Emre Can. Da habe ich mit Kaiserslautern ja gut vorgelegt. Hier ist noch lange die Meisterschaft gegessen. Mitchell Weißer! Ho! Und Müller ist direkt da. Bei Kaiserslautern hatte ich direkt schon das erste Tor. Aber wir spielen hier ja Bundesliga und keine zweite Bundesliga. Das ist etwas härterer. Chalai. Freistoß, Mainz. Er wurde auf den Boden gelegt und jetzt Schiedsrichter meinte, pfeifen zu müssen. Und Ried Müller ganz sicher und Spiel schnell machen über Contento. So. Shaqiri. So, Weißer. Ich könnte jetzt Shaqiri mitnehmen. Er befolgt meinen Befehl. Da könnte ich jetzt rüberpassen. Und es geht in Aufrichtung. Torwart und Tor! Genau wie ich es wollte. 1-0. 13. Minute. Genau nach Plan. Von dem Punkt ab in dem Mittelfeld wollte ich das genau so haben. Spielverstand ist das. Nicht nur Spiel spielen, sondern auch Spiel verstehen. Das Fußballspiel verstehen. So, der Torreigen ist eröffnet. Mitchell Weißer. Als einzige Sturmspitze. Riskant, aber gut. So. Einwurf. Ich glaube, Mainz ist verunsichert dabei. Von Beuthen. Ha, den wollte ich doch im Pokal einsetzen. Scheiße. Düsseldorf 1-0 gegen Leverkusen. Oh, Derby. Mitchell Weißer. Holt sich den Ball und schießt! 2-0! Ich glaube, da hat sogar der Heinz Müller. Nicht damit gerechnet, dass er jetzt noch zum Schuss kommt. Denn Müller reagiert spät. Der Grund, warum ich jetzt nichts gesagt habe, immer wenn so Fangesänge kommen. Steht auf, wenn ihr für Bayern seid, dann bin ich immer ruhig und sauge das ein, denn das ist geil. Geil, holt ihr denn mit? Und ja, 3-0! Ich werd bekloppt! Tor rein in Kaiserslautern! Und jetzt hier beim FC Bayern auch! Ich bin gut drauf heute, ey. Leck mich am... Jo. Wahnsinn. Ich sitze da mit dem offenen Mund. Es läuft alles perfekt heute. Warum soll ich ihn da unterbinden? 4-0! Und wieder Weißer! Der bedankt sich für das Vertrauen. Ich wollte erst Klose bringen, aber hab gedacht, den könnte ich den Pokal gebrauchen. Ich glaube, Mainz ist beliebt. Alter. Nee. Unglaublich. So, nochmal runterkommen. Wieder Fußball spielen, ne? Denn immerhin ist noch gut anderthalb zu spielen. So, Weißer. Ach, das kann ja nicht. Doch, kommt an. Gustavo direkt. Oh. Super Szene von Bayern, von Gustavo und Müller, des Mainzer Keepers. Geil. Und lassen wir mal groß die Ecke schießen. Ah, so ein Kerl wie du von Beuthen. Muss doch locker zum Kopfball kommen. Ich glaube, ein Tor von dir ist des Guten zu viel.
macht die Innenverteidigung wieder zu. Daniel van Beuten. Tesche. Schalei. Was ist denn jetzt? War das Spiel zu flüssig oder was? Weg damit. Und Weißer kommt wieder im Ballbesitz. Und schön Luis Gustavo mitgenommen. Und jetzt Feuer! Der ist nochmal aufgesetzt, oder? Gucke. Ne, der ist gar nicht aufgesetzt. Der hat eine schöne Kurve. Geil. Das war ein schöner Strahl. Oh, den musste er halten. Groß Ecke. Komm ran, van Beuten. Ha! Warum köpft er nicht einfach gegen den Ball? So. 4:0 zur Halbzeit. Genau wie Kaiserslautern können wir jetzt mal für die zweite Halbzeit runterfahren. Und die Spielart mit 3 Stück fürs Pokal noch nominierbar sind. Hey! Hey! Da geht er mir doch das Herz auf. Weißer. Und geht vorbei! Ah! Machen Sie. Komm hoch zum Kopfball. Jawohl. Heute der Ball. Bad Schuber, zu groß. Ha. Diaz. Hut ab vor den Mainzer Fans. Ihr Team liegt 14 zurück und werden trotzdem noch mit Sprechchören angefeuert. Respekt. Finde ich geil. Was singen die? Hurra, hurra, die Mainzer sind da. Ja, gegen die spiele ich. Logisch, dass sie da sind. So, Mainz wechselt. Und das gleich zweimal. Es kommt zum ersten. 14 Julian Baumgartlinger für 6 Marco Caligiuri. Und zum zweiten kommt... Wer ist das? Haben die den noch? 23 Maße Risse. Verweist für... Wer war es? 12 Robert Tesche. Schöne Kombination! Geil! Mit dem Scheißwechsel konnte ich das jetzt so kommentieren, ey. Kacke. Aber ich habe gute Laune. Das läuft so flüssig. Es läuft so, wie ich es möchte. Es ist so geil, Leute. Es ist der Hammer. Guckt euch mal diesen Schuss an. Herrlich. Und dann diese Parade von Müller. Letzter Wechsel. Mainz. Es kommt. 38. Ivan Klasnitsch für 28. Adam Schalay. Ja, die 39, pardon. Tor! Auf los geht's, schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Nein, ich bin nicht besoffen! Ich wurde das in Let's Play FIFA 13 Part gefragt, ob ich besoffen bin. Nein! Wenn Fußball ist, bin ich von Natur aus so. Ich bin halt Fußballer mit Leib und Seele. Hat nichts mit besoffen zu tun. Immerhin bin ich als Let's Player auch Vorbild für Kinder. Wie ein Power Ranger. Wir müssen Vorbilder für unsere Kinder sein.
Schön Shakiri mitgenommen. Komm, lauf mit, Weißer. Und rüber. Feuer! Geil gedacht. Stech in der Umsetzung. Ha. Ist gleich rum, hä? Das war... Mainz 05. Ich bin auch manchmal unparteiisch. Ach, Klick. Die Pärmarsch. Also legt die das Sanja-Marsch. Ja. Aha! Jetzt geht's los, okay? Dann zeigt mal was, ihr Mainzer. Was denn? Du hast heute auf mich abgesehen, du Schiri. Spielfluss, nicht gut. Da muss ich was unternehmen. Kein Spielfluss zulassen. Lars Stindl. Schade, dass dieser Weißer nicht schneller war. Hätte es bessere Flanke geben können. So, Groß, du machst eine Ecke. Nicht der Shakiri, der Groß. Der macht gute Ecken. Und Bartstube! Tor! Emre Can! 36. Bartstube! Mit dem Kopfball! Nach der Ecke! Von Groß! An Müller gescheitert! Und der Einschuss bereitet. Can ist zur Stelle. Cool, das ist das erste Mal im Splitscreen Let's Play Kaiserslautern Bayern. Selbe Ergebnis, Kaiserslautern 5:0 Sieg und jetzt mit dem FC Bayern auch 5:0 Sieg. Das erste Mal, geil, selbe Ergebnis. Das macht mich doch stolz. Ha, ist das geil. So, Spiel, die Spiele sind um. Jetzt kann ich die nochmal runterfahren bis morgen zum Pokal. Ah, ist das geil. Ist das geil. Ist das geil. Ist das geil. Kann ich auch Hannover was gefasst machen. Und Stuttgart gegen Kaiserslautern genauso. So, meine Freunde. Das war's für den Part 43. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, ich bin nicht besoffen. Liken, kommentieren, favorisieren, abonnieren bitte. Jo, wenn es euch gefallen hat und mehr Videos von mir sehen wollt. Bei den anderen Let's Plays bin ich nicht so, da bin ich ruhiger. Ist auch kein Fußball. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen zum DFB-Pokal-Halbfinale.